Recht herzlich willkommen zur 83. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind jetzt hier in Chernihiv oder wie es auch immer heißt und so gucken, dass wir was verkauft kriegen. Rot geht, alle 8 weg für einen guten Preis. Salz geht auch weg. Hier geht auch was. Alles sogar, cool. Hier ist auch noch ein guter Preis zu machen. Nur 65. Entschuldigung. 100, da geht was. Okay. Oh, das ist einiges. Jetzt haben wir hier schon 10%. Demnächst haben wir in anderen Städten mehr wie da, wo wir wollen, ne? Das bleibt. Das ist günstiger. Das ist gleich. So, das ist schon hoch, ne? Genau, dann machen wir das nicht. Rot war klar. Bier ist, glaube ich, teuer, ja. Das haben wir, glaube ich, gerade verkauft. Hier ist nichts Interessantes, ist zu teuer. Die zwei Hemden sind, glaube ich, auch teuer. Das ist es auch nicht teuer. Ja, das ist... Da könnte man noch mehr verkaufen sogar, ne? So 80. Lass uns das auch noch verkaufen. So, da können wir was zukaufen. Okay. 185 Eisen. Nehmen wir mit. Hier ist sogar noch billiger, die Kohle. Das macht der Wein. Der ist nämlich, glaube ich, eigentlich auch ein ganz gutes Mittel. Dann kriegen wir den Wagen voll, ne? Dann nehmen wir den Wein mit, dann ist das okay. 11% haben wir jetzt hier. Dann geht die Reise mal nach Kiew. Gucken wir, wie es da aussieht. 120 ist identisch. Hier können wir was verkaufen. 65 hatten wir, glaube ich, gesagt. Billiger, leicht teurer. Da gehen wir auf 90. Dann haben wir noch 5 los. Identisch, hier geht was. Ja, 150 ist auch noch okay, ne? Haben wir letztens auch schon sowieso gemacht um den Dreh, glaube. So. Das sind die Sachen, die wir verkauft haben. Ist jetzt nicht viel, was verkaufen können in dem Sinne, ne? 140 Bier ist günstig. Aber lohnen tut das nicht, ne? 250 ist auch niedrig, aber steigt auch sofort. Das ist, glaube ich, auch günstig, 144, aber geht gleich hoch. Machen wir auch 2 dann. Hier sogar billiger, wie wir schon haben. Hier ist gleich. Ja, Holz ist günstig, ne? Dann nehmen wir die 69 mit und dann geht die Reise weiter. Wir müssen halt immer wieder hin, sonst fällt uns das zu stark, ne? Jo, auf dem Weg. (lacht) 27 hatten wir, okay. Gleicher Preis. Ja, lohnt nicht, ist minimal daneben. Die beiden gehen. Da geht auch was. 27 haben wir jetzt da oben. Gleiche Preise, hier geht was mehr, aber... Ja komm, nehmen wir mal 140 diesmal. Haben wir 28 geschafft und hier oben kriegen wir das Holz komplett weg, aber das brachte nichts mehr, ne? Ich glaube, der Honig ist billig, na, steigt aber sofort. Salz ist das gleiche. Hier lohnt nicht. 180, ja, steigt auch sofort, ne? Nehmen wir 2 mit. Das lohnt nicht. 60 die Bulle, aber eigentlich nicht. Dann eher die Kohle, ne? Aber die war irgendwo anders auch schon billiger, ne? Glaube. Felle. Ach, der Wagen ist schon voller Felle. Dann eher irgendwo, wo wir noch nicht so viel haben. Nehmen wir mal gerade erst los. Da ist der Wagen voll. Das ist wohl doch hier eher, ne?
Nehmen wir die mit. Gut. Schon nach unterwegs. Kurs dann wieder. Jetzt haben wir unten eigentlich Odessa, okay. Naja. Kurs ist. Können wir da wieder Brot kaufen in Kursk? Verkauft die drei. Hier ist billiger. Geht. 67. 3. Machen wir die drei auch noch weg. 54, gehen wir auf 50. Und hier geht was. Okay, da ist der Preis gefallen. Ja, machen wir so. So, das Brot können wir nehmen. Na komm, 10 Stück nehmen wir. Der Honig geht hier, ne? Yep. Gut, Wagen voll. Dann wieder schon hier unterwegs. Hin. Natürlich schlecht da, ne? Können nix upgraden hier, ne? Schade drum. Hm. So, deswegen ging's nicht. Ja, gut, dann hier. Oh, Brot ist hier schon billiger geworden. Das heißt, wir können da noch was aufnehmen. Da geht was. 100, oder? 102. Mach so. Die auch weg. Da geht was. 26. Der Rest ist gleich. Ja, hier können wir noch was zukaufen, wie man sagt, ne? Dann nehmen wir noch 5 dabei. Das ist nicht interessant. Da können wir noch beikaufen. Das ist hier zu teuer. Oder wird teuer. Ja. Ich glaube, den werden wir noch am besten irgendwo los, den Wein, ne? So, Wagen ist wieder voll. Weiter geht's. Sehr wohl. Sehr wohl. Gucken wir mal, ne? Was hier in Kiew los ist. Brot geht weg. Komplett. Guter Preis. Ja, lohnt nicht, ne? Kann so sein lassen. Hier geht ein bisschen. Und der ist sogar günstiger. Mach die zwei weg. Hier geht wieder Wein. Mach den Wein auch bei 150. Passt. Die Werkzeuge gehen gleich hoch. Das geht auch gleich hoch. Brot haben wir verkauft. 210 ist, glaube ich, teuer. 144 wäre das günstig. Ja. Hier geht was. Dann nehmen wir die Wolle mit. Und den Rest machen wir Holz. Gut. Und wieder nach Kiew. Schon unterwegs. Ja, ist jetzt so ein Rundreiseding, ne? Leider. Ist die Frage, ob das auf Dauer irgendwie lohnt, ne? Aber wir sehen jetzt hier gleich, wie viel Prozent wir haben. Wahrscheinlich wieder 26. Ne, sogar nur 25. Noch schlechter. Oh, wir haben die ganzen Früchte verkauft. Schön. So, 60. Ist nur ein Taler, den wir gewonnen haben, aber besser so wie gar nicht.
Da geht ein bisschen mehr. Und hier oben ist der gleiche Preis. Bringt also nichts. Wir sind wieder bei 27. Schön, ne? Wir müssten was von diesen Klamotten haben. Das brauchen die. Bier, Brot, Fleisch und Prunk. So, die Frage, wo wir den herkriegen. Der steigt sofort an. Ja, das geht, aber er steigt auch an. Das sind sowieso nur 67 Ladungen, die wir mitnehmen können, ne? Zack. Fälle sind dabei. Und dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal hier hin und schauen, wie wir da weiterkommen, ne? In deiner Stadt. Läuft der Händler nicht? Doch. Wie sieht es denn hier aus? Gibt's nicht, aber Brot gibt es ja auch für 180 sogar. Cool. Mal gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Ja, wir hätten in Kiew anhalten sollen. Naja, jetzt ist es zu spät. So, das ist meiner, ne, oder? Krasimir Karelov. Ich glaube ja. Da geht was. Oh. Zack, die drei weg. Geht alles weg. 100. 35 weg. Da geht auch was. Zack, 106 weg. Ja, machen wir. Der Wein geht. 40 mal Wein weg. Holz geht auch. Komplett weg, auch gut. So, Brot kaufen, aber na, steigt leider. Nehmen wir 4 Brote mit. Das Bier ist günstig. Steigt aber auch gleich. Nehmen wir 5 mit. Salz ist, glaube ich, auch günstig, ja, aber steigt auch gleich. Der Rest ist teuer, das ist günstig. 6er. Ja, das war's dann hier. Ich dachte, hier wäre besser gewesen. Das ist aber Ziel muss eine Stadt sein, dann gehen wir zu einer Stadt halt. Gucken wir uns das mal an hier, ne? Das Brot geht hier gut weg. Ich bräuchte Fleisch und Prunk erstmal, ne? Geht auch. Geht auch einiges. Geht auch. Oh, hier kann man es billig noch das kaufen. Wolle? Ja doch. Wolle ist das, ja. Geht billiger, teuer. Passt. So, jetzt mal hier. ...229 kommen wir noch dazu. So. 55 ist billig, ne? Mal 60 war auch schon mal irgendwo billig. So, schon unterwegs. Ein Zelt, ne, eine Ruine. Da wollen wir besser nicht hin. Gut, dann sind wir hier noch in Krakau. Aber hier kriegen wir auch nicht das, was ich haben will eigentlich. Gut, das so. Ja, lohnt auch nicht wirklich, ne? Tuch. 2 und bei 3 ist er schon auf dem Preis, wo ich schon sag, boah, vergiss es.
ist das? Einen verkauft und dann sowas? Komisch, oder? Ich verkaufe einen und der Preis fällt so rapide runter. Komisch. Dann brauche ich ihn nicht in Krakau. Vergesst das. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Jetzt geht's. Okay, aber ich würde sagen, wir machen hier erst Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.